Wissen wir eigentlich, ob es die Wirklichkeit wirklich gibt? Es könnte ja sein, dass ich in einer Simulation gefangen bin. Seit dem Film The Matrix von 1999 ist die Vorstellung, dass wir in einer Simulation leben, in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Kann ich beweisen, dass das nicht stimmt? Und es ist ja auch nicht so ganz klar, was mit ich hier gemeint ist. Bin ich mein Gehirn? Und wenn ja, was ist dann genau Hirnmasse? Dass es solche YouTube-Videos produzieren und nervige Fragen stellen kann. Wenn ich aber nicht nur meine Gehirnmasse bin, bin ich dann so etwas wie ein kleiner Mensch in einer Schaltzentrale hinter meinen eigenen Augen? Mit dem Erfolg von The Matrix stellt sich für uns die Frage, was ist wirklich? Oder anders, leben wir in der Matrix? What if I told you that you're living in a computer simulation? Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass wir in einer Simulation leben? Es gibt ein starkes Indiz dafür, dass wir in einer Simulation leben, dass wir nicht wirklich existieren, sondern in einem Computer erschaffen wurden. I'm waiting for someone to convince me that we don't live in a simulation. The odds that we're in base reality is one in billions. Gleichzeitig spielt sich immer mehr von unserem Leben auf dem Internet ab. Wir sitzen zu Hause auf dem Sofa mit unserem Handy oder dem Laptop und tauchen ab in eine virtuelle Welt. Wir sind überzeugt, die digitale Transformation bietet vor allem Chancen. Klar ist, die virtuelle Welt prägt unser echtes Leben. Das Informationszeitalter hat begonnen. Die Generation der Digital Natives wird geboren. Die Zukunft ist digital. Doch bringt diese digitale Welt Nachteile mit sich. Wir haben eine Mediennutzung von 7,5 Stunden täglich. Und das ist nicht ein bisschen überdosiert, das ist way overdosiert. Und wir haben jetzt immer noch die Medien in der Freizeit aber sowieso und dann ja auch noch in der Schule. Das kann nicht sein. Irgendwie kann man das ja auch nachvollziehen, dass man aus einer tristen und teils unbefriedigenden Wirklichkeit irgendwie ausbrechen will. In eine digitale Welt, in der man sein und tun kann, was man will. Computer werden immer leistungsfähiger und können wohl schon bald Welten erzeugen, die mittels VR und AR nicht mehr von unserer normalen Welt zu unterscheiden sind. Mit dem Rebranding von Facebook zu Meta wird das Ganze jetzt noch konkreter. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. But the next version of the Internet can. In Zuckerbergs Matrix bzw. dem Metaverse sollen 3D-animierte Welten entstehen, die reibungslos ineinander übergehen und in denen Zuckerberg uns verspricht. You're gonna be able to do almost anything you can imagine. Da kriegt man gleich eine Gänsehaut, wenn man sich überlegt, was sich Zuckerberg alles so vorstellen könnte. That's it, Mark. I'm moving to the Metaverse. This is gonna be amazing. Ein vollständig virtuelles Leben ist am Ende nicht nur nicht erstrebenswert, sondern überhaupt nicht möglich. Hinter all diesen Gedankenexperimenten steht die Vorstellung, dass der Mensch im Wesentlichen ein Gehirn ist. How does your brain fall in love? That's the core of our memories, our personality, everything that makes us who we are. Und dass dieses Gehirn im Wesentlichen ein Computer ist. Sensations and feelings and emotions are the result of extremely fast calculations or algorithms. Within each of our brains, the combined activity of many billions of neurons, each one a tiny biological machine. Viele Menschen sind heute wirklich davon überzeugt, dass das Gehirn unser Bewusstsein generiert, so wie ein Computer das Videospiel. Wenn das stimmt, dann sind wir nicht mehr als Software auf einem biologischen Computer. Wir sind alle nur Einsen und Nullen. Die ganze Erde. Nur ein ziemlich krasses Videospiel. Wir leben innerhalb eines Computers. And it's really quite plausible to say our universe is a computer. Dieses Menschenbild vom Computermenschen wird in dem Gedankenexperiment vom Gehirn im Tank oder Brain in a Vat auf Englisch auf die Spitze getrieben. Es wurde vom Philosophen Hilary Putnam in die Philosophie des Geistes eingebracht und bis heute hitzig debattiert. Putnam schreibt in etwa: Stell dir vor, dass du von einem bösen Wissenschaftler einer Operation unterzogen wurdest. Dein Gehirn wurde aus dem Körper entfernt und in einen Tank mit Nährstoffen gelegt, die dein Gehirn am Leben erhalten. Die Nervenenden wurden mit einem superwissenschaftlichen Computer verbunden, der bei dir die Illusion kreiert, dass alles ganz normal sei. Es scheint Menschen, Dinge, den Himmel und so weiter zu geben, aber in Wirklichkeit ist alles, was du erlebst, das Ergebnis von elektronischen Impulsen, die vom Computer zu den Nervenenden übertragen werden. Der Computer ist so raffiniert, dass wenn du versuchst, die Hand zu heben, die Rückmeldung des Computers dich dazu veranlasst, die Hand zu sehen und auch zu fühlen, dass sie gehoben wird.
Außerdem kann der böse Wissenschaftler dich durch eine Veränderung des Programms dazu bringen, jede beliebige Situation oder Umgebung zu erleben oder zu halluzinieren, die er wünscht. Er kann schließlich auch deine Erinnerung an die Gehirnoperation auslöschen, damit du am Ende nicht mal mehr weißt, dass du eigentlich in einer Simulation lebst. Es ist im Wesentlichen ein Matrix-Szenario, das auf das Gehirn fokussiert. Und da ist schon der Punkt, nicht der ganze Mensch, sondern nur das Gehirn ist in diesem Tank drin und wird über hochentwickelte Computerverbindungen angezapft und virtuell bespielt, sodass eine simulierte Welt entsteht, eine Art Kino im Kopf. Was will das beweisen? Der Punkt ist jetzt natürlich nicht, ob es diesen bösen Wissenschaftler gibt, sondern ob das Gehirn so beschaffen ist, dass man es prinzipiell so täuschen könnte. Ist das Gehirn also ein Computer? Wir haben diese Frage Thomas Fuchs gestellt. Er ist nicht nur Professor für Philosophie, sondern auch Oberarzt und Professor für Psychiatrie und klinische Psychopathologie und hat sich mit diesen Fragen intensiv auseinandergesetzt. Er ist also einer der kompetentesten Wissenschaftler in diesem Bereich. Nein, das Gehirn ist sicher kein Computer. Bevor es weitergeht, damit wir mehr solche Videos produzieren können, sind wir auf Spenden angewiesen. Unten in der Beschreibung findest du einen Link, wo du uns unterstützen kannst. Das lässt sich an verschiedenen Charakteristika des Gehirns eigentlich rasch zeigen. Erstens, die sogenannte Speicherung verläuft ganz anders als beim Computer. Es ist ein hochgradig flexibles, bewegliches Organ, das nicht einfach Daten aufnimmt und sie ablegt, sondern sie von vornherein filtert, verarbeitet. Zweitens, das Gehirn tut nie zweimal das Gleiche. Ja? Wenn Sie ein Computerprogramm ablaufen lassen, dann ist es immer das gleiche Programm, das da abläuft. Aber für das Gehirn findet jeweils eine Veränderung statt, immer dann, wenn eine bestimmte Funktion durchlaufen wird. Also das Gehirn modifiziert sich fortlaufend, verändert seine Feinstruktur fortlaufend im Zuge seiner Funktionen, seiner Tätigkeit. Das macht ein Computer nicht. Und das heißt nun, dass wir beim Gehirn auch Software und Hardware, wenn man mal diese Begriffe anwenden wollen, dass wir die gar nicht unterscheiden könnten. Im Gehirn gibt es keine unabhängige Hardware, in Anführungszeichen, auf der jetzt ein Programm, Software genannt, ablaufen würde, sondern die Informationsverarbeitung im Gehirn verändert fortwährend die Struktur. Und jetzt müsste man sich noch klar machen, dass das Gehirn zu 85% aus einem Stoff besteht, der seine Funktionen ermöglicht, der aber bei einem Computer sofort zu einem Kurzschluss führen würde, nämlich aus Wasser. Das zeigt schon, das Gehirn ist keine elektronische Maschine, sondern ein lebendiges Organ, das mit einem Computer relativ wenig zu tun hat. Jetzt kommt noch hinzu, dass die Verbindung zwischen Gehirn und Organismus, dass die gar nicht alleine in sozusagen digitalisierbarer Information besteht. Das sind in einem hohen Maße biochemische, stoffliche Vorgänge, die nur die streng analog ablaufen. Ja? Da gibt es gar keine digitalisierbare Information. Und analoge Prozesse lassen sich in binären Folgen, Abfolgen nicht vollständig darstellen, weil sie unscharf sind. Insofern ist es nicht beliebig, aus welchen Materialien bestehen. Die Kohlenstoffchemie ist deswegen wichtig, weil nur der Kohlenstoff diese ungeheure Vielfalt an Verbindungsmöglichkeiten hat, die ihn wiederum zu einem geeigneten Grundstoff für das Organische und für organische Chemie machen. Das lässt sich mit Silizium nicht ersetzen. Ja? Das Gleiche gilt für Aluminium. Und es ist eine technizistische, es ist eine wirklich krude, materialistisch-mechanistische Vorstellung, dass man einfach das Gleiche aus Silizium, Blech, Transistoren, Röhren und Schaltern genauso zusammensetzen könnte, was hier ein hochkomplexer, lebendiger, organischer Stofflichkeit abläuft. Es ist einfach nicht möglich. Aber warum ist dann diese Vorstellung, dass das Gehirn ein Computer sei, so weit verbreitet? Das ist eine beliebte Metaphorik, die damit zu tun hat, dass wir, seit wir Gehirne erforschen, immer wieder in der Geschichte feststellen, dass die jeweils fortgeschrittenste Technologie genutzt wurde, um das Gehirn sich irgendwie begreiflich zu machen. Ja, das waren bei Descartes im 17. Jahrhundert die Orgelpfeifen oder die Automaten der Versailler Gärten.
Das war später der Fotoapparat, das Radiosystem, die elektronischen Systeme des frühen 20. Jahrhunderts. Und seit es den Computer gibt, ist es eben der Computer, der uns das Gehirn erklären soll. Aber das Gehirn ist kein Computer. Konkret ist also das Gehirn analog, konstant in Veränderung begriffen und aus biologischem Material, das nicht beliebig austauschbar ist mit Silizium oder anderen Bestandteilen eines Computers. Heißt das auch, dass das Gehirn im Tank letztlich nicht funktionieren würde? Die Vorstellung, das Gehirn würde sozusagen aus sich heraus Bewusstsein, Wahrnehmung, Gefühle, ja, eine ganze Welt produzieren, entspricht nicht der biologischen Realität. Tatsächlich muss das Gehirn eingebettet sein in den Gesamtorganismus. Ich kann ja diesen Stuhl hier nur abtasten, weil ein fortwährender Rückkopplungskreis stattfindet zwischen der Motorik meiner Hand, die natürlich vom Gehirn mit geleitet wird, aber auch der Sensorik, der Wahrnehmung des Tastens, die meine Bewegung ja sozusagen anleitet, wiederum unmöglich macht. Ja. Und in diesem Rückkopplungskreis kann man keine Trennung vornehmen und sagen, ja, da wird jetzt sozusagen dem Gehirn etwas geliefert, das macht daraus etwas und dann schickt es wieder Signale nach außen. Nur diese Wechselwirkung führt eigentlich zu den grundlegenden Bewusstseinszuständen, die uns ausmachen, wenn wir unserer selbst bewusst werden. Das Gehirn produziert nicht Bewusstsein aus sich heraus, sondern es ist mehr ein integrierendes Organ, das den Gesamtorganismus so vereinigt, so verknüpft, verbindet, dass aus dem Gesamtorganismus heraus so etwas wie Bewusstsein entstehen kann. Wenn wir das zusammenfassen, dann gibt es also gute wissenschaftliche, biologische und philosophische Gründe, Folgendes anzunehmen. Erstens, das Gehirn ist kein Computer und funktioniert auch nicht wie ein Digitalrechner. Zweitens, das Gehirn braucht immer einen Leib und eine reale Umwelt, um überhaupt als Gehirn funktionieren zu können. Und drittens ist das Gehirn immer das Organ einer lebendigen Person, deren Erleben, Ziele, Zwecke, Absichten und Erfahrungen relevant sind für die neuronale Story und die physikalische Story im Gehirn. Unsere physikalische Welt ist kausal offen für Einflüsse auch von außerhalb der Physik. Das beste Beispiel für mich ist tatsächlich unser eigenes Gehirn. Wenn ich denke, entscheide, dann handelt gleichzeitig ich, aber gleichzeitig passieren hier auch Ereignisse in meinem Gehirn, die ich physikalisch-chemisch beschreiben kann. Da feuern die Neuronen, da laufen elektrische Pulse, da gehen Neurotransmitter durch die Synapsen. Da passiert bestimmt nichts, was gegen irgendein Gesetz verstößt. Und doch bin ich die Handelnde. Ich sitze ja am Schreibtisch und mache Rechnungen, ich denke, ich bin kreativ. Da werde ich geleitet von nicht materiellen Prinzipien, Gesetzen der Logik, die Gesetze der Mathematik, die meine Rechnungen leiten. Dann habe ich noch Werte und Ziele. Das sind alles Dinge, die auch die physikalischen, chemischen Vorgänge in meinem Gehirn beeinflussen. Ein aus meiner Sicht sehr hilfreiches Konzept ist die abwärtsgerichtete Kausalität. Dass es nicht nur die kausalen Pfeile von unten nach oben gibt, von den Atomen zum größeren Objekt, was aus Atomen besteht, sondern auch diese abwärtsgerichtete Kausalität oder man kann auch reden von Kontextabhängigkeit, die Randbedingungen, die Situation, die Umgebung, in die ein System eingebettet ist, das bestimmt auch das System. Das Problem ist, dass wir für sehr viele Prozesse, die wir jetzt primär als sinnvoll, als bedeutsam erleben, eben die Erfahrung von Schönheit, die Erfahrung von Liebe, die Erfahrung von Betroffenheit, von Trauer, dass wir immer mehr darüber wissen, wie diese Erfahrungen sozusagen biologisch und auch stofflich sozusagen getragen werden. Ja, wir wissen also immer besser Bescheid darüber, was sozusagen in unserem Organismus abläuft, während wir solche Erfahrungen haben. Und das kann uns auf den Fehlschluss bringen, diese Erfahrungen quasi lokalisieren zu wollen oder sie materialisieren zu wollen und zu glauben, das materielle Geschehen, das da stattfindet, sei in irgendeiner Weise realer als das, was ich spüre oder erlebe. Das sei doch das, was eigentlich stattfindet. Das lassen wir uns natürlich gerne erzählen, weil wir nun mal mit dem konkreten, dinglichen, Wirklicheres zu haben glauben, als das, was wir
an Gefühlen, an seelischem, an innerlichem Erleben, von dem man das Gefühl hat, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich das eigentlich finde. Gibt es das überhaupt so richtig? Ja? Wenn ich von einer Trauer betroffen bin, dann ist es natürlich der Gegenstand der Trauer, nämlich der Verlust, den ich erlebt habe. Etwa ein lieber Mensch hat sich getrennt von mir oder ist gestorben. Und es ist ja völlig klar, dass diese Trauer jetzt nicht aus einer Reaktion des Zingulum entsteht, die ich bei dieser Gelegenheit von Traurigsein durch Neurobildgebung feststellen könnte. Ja, also es ist nicht ein Gehirnorgan, das mich jetzt traurig macht. Denn traurig macht mich ja ganz offensichtlich das Verstehen, das Wahrnehmen, das Erkennen. Ich habe was verloren. Ja? Das ist ja ein intentionaler Vorgang. Ich muss das ja sozusagen begriffen haben, was da geschehen ist. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit der zunehmenden Digitalisierung unseres Lebens? Ist das Metaverse letztlich ein Heilsversprechen oder vielmehr ein Horrorszenario? Befähigt es uns zu einem besseren Leben oder zerstört es am Ende unsere Menschlichkeit? Es scheint, als wäre die relevante Frage am Ende nicht, ob wir digital leben wollen, sondern ob wir überhaupt digital leben können. Denn Leben ist am Ende kein digitales Phänomen. Ich hab das mal in einem Interview mit dem Hirnforscher Wolf Singer gesehen. Ein offensichtlich, klar, krasser Naturalist, aber offensichtlich jemand, der musisch hochsensibel ist. Dann hat er auch über seine Erfahrungen mit Musik geredet. Und im Grunde genommen muss er die immer sofort denunzieren. Ich habe innerlich gedacht, Junge, habe ich gedacht, glaub dir doch. Glaub das, was du erfährst, wenn du mit Musik umgehst. Von woher weißt du, dass deine olle Forschung im Labor mit den Elektroden am Kopf oder mit dem Tomographen realer ist als das, was du empfindest, wenn du eine Fuge von Bach hörst? Die Würde des Menschen liegt darin, dass er nicht determiniert werden kann, dass da in ihm etwas Unverrechenbares ist, das durch keine noch so raffinierte Psychologie, durch keine noch so elaborierte Computerstatistik errechnet werden kann. Und die Stärke des Menschen besteht eben genau darin, dass er mehr ist als das, was man sich ausdenken kann und dass er ständig, wenn er sich was ausdenkt, nachträglich merkt, das war eigentlich jetzt ziemliche Scheiße. Im Letzten sind wir unerschöpfliche Wesen, weil wir Wesen der Freiheit und des Geistes sind. Ich glaube nicht, dass man das jemals wird abschaffen können. Aber was passieren kann, ist, dass man einem großen Teil der Leute schlichtweg ihr Bewusstsein für das eigene Freiheitsvermögen, damit das Bewusstsein für das eigene Verantwortungsvermögen und damit schließlich auch das Bewusstsein, etwas radikal Unverrechenbares zu sein, abgewöhnt. Wir müssen die Erinnerung daran kultivieren, dass unser Leib am Ende eben doch kein defizienter Computer ist, den wir durch einen robusteren Computer ersetzen sollten. Unser Leib ist etwas ganz anderes als ein Computer und gerade deshalb können wir empfindsame, lebendige, freie und personale Wesen sein. Wer sich daran erinnert, wird einen besseren Umgang mit Digitaltechnologien pflegen und am Ende eine bessere Zukunft nicht nur in der digitalen Sphäre suchen, sondern in derjenigen Natur, in der wir jetzt schon leben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann schreib doch einen Kommentar, gib uns einen Like und abonniere diesen Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst.